Hast du gar keine hässlichen Sachen? Ich bin wieder nicht zu Hause und mit zwei charmanten Damen in deiner Wohnung, Maria und Katja. Ich habe euch wieder gefunden über Instagram natürlich. Und diese Wohnung ist ein einziger Traum. Also es gibt heute so wohnt bei diesen beiden herrlichen Menschen. Ich bin Katja, das ist Maria. Wir sind Schwestern und Kreative. Wir arbeiten auch im kreativen Bereich und haben diese Wohnung so ein bisschen als Spielwiese, als kreative Spielwiese genutzt und uns hier halt richtig ausgetobt. Ja. More and Love heißt unser Instagram-Account. Verlinkt das unten in der Infobox auch nochmal. Schaut da vorbei und jetzt führt ihr mich mal durch die Wohnung. Ja, sehr gut. Wie würdet ihr denn euren Stil beschreiben? Es ist ja schon einfach sehr besonders. Sportlich elegant. Ach, echt? Wow. Nee, das keine Ahnung. Ich glaube von allem ein bisschen, weil... Ja, eklektisch. Genau, also wir gucken eigentlich sehr viel auf Farben. Dass wir, dass, wenn wir eine Sache sehen, wo wir die Farbe super schön finden, das nehmen wir dann einfach mit und denken gar nicht so richtig über Stile nach. Also wir stellen uns das natürlich dann irgendwie visuell vor, aber das, meistens ist das dann okay, passt die Farbe mit der Farbe zusammen und dann wird das einfach gekauft. Und ich würde sagen, ihr habt auch so einen leichten Boho-Einschlag, ja, oder? Ja, ja, Boho ist halt gemütlich. Ja, das stimmt. Ja, ist richtig viel Holz, ne, warme Farben. Ja, genau, auf jeden Fall. So Materialienmix, ne, also Mustermix. Ja. Habt ihr die selber hergerichtet? Also, als, ja? Wir haben die von eBay Kleinanzeigen und die Werkbank war in einem recht schlechten Zustand, weil die irgendwie über Jahre in einem Keller stand. Und die Füße unten, die waren irgendwie total kaputt. Und ich glaube auch vom Wasser war gefault irgendwie. Einfach. Ja, genau. Und aber wir wollten unbedingt eine haben und die, das hat irgendwie gepasst, auch vom Preis her. Ja, die ist mega schön. Genau. Darf ich fragen, was sie gekostet hat? Weil ich habe auch schon manchmal geguckt. Ich finde die ja immer so wahnsinnig teuer. Um die 300? Ja. 300 oder 350 irgendwie in dem Bereich. Auf jeden aber krass, Fall. Ne, dass die so weggefault ist und man trotzdem noch so viel Geld dafür bezahlt. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Wir haben das Innenleben quasi von IKEA einfach gekauft. Ja, also die Türen sind selber gemacht, das sind quasi einfach Holzblätter, die miteinander verbunden sind. Genau. Dann einfach eine Holzplatte, die dann behandelt, eben abgeschliffen, lackiert, gebeizt und alles, was dazu gehört. Ja. Der Boden, den haben wir selber verlegt. Ja. Ja, also die Küche komplett irgendwie, außer jetzt die Fliesen, ne, komplett irgendwie. Und das haben wir auch selber ausgemalt. Das war vorher nicht da. Das war weiß oder weiß? Ja, weiß. Ach, geil. Ja. Ja. Ich habe mal in meiner Küche angefangen, die Fugen weiß zu machen. Was war denn da? Die waren irgendwie, ich weiß nicht, ich wollte die irgendwie anmalen und ich habe dann aufgegeben, weil ich dachte, das ist mir viel zu viel Arbeit. Ja. Was für eine Technik habt ihr dafür genutzt? Wir haben einfach Wasser drauf gemacht. Also irgendwie tagelang einfach Wasser drauf gemacht, trocknen lassen und dann wieder Wasser drauf gemacht. Und dann halt lackiert. Dadurch hat sich so ein bisschen die Farbe verändert, was so ein bisschen schade war, weil davor war das so ein kräftiges... so ein Rostton. Genau. Ja, wie so Kupfer. Ja, genau. Wie sowas. Und ja, ist jetzt ein bisschen dunkler, aber trotzdem ganz schön. Aber es ist wahnsinnig cool. Wo kriegt ihr denn eure Deko-Sachen her? Ihr habt so auch voll viel so schöne Keramik-Sachen und Glas und die Kupfergeschichten. Geht ihr viel auf Flohmärkte oder wo kriegt ihr die Sachen her? Total unterschiedlich eigentlich. Also wir, aber überwiegend auf Flohmärkten. Viel Flohmärkte auf jeden Fall, ja. Weil kriegt man halt die Sachen mit Charakter. Wir auch schöne Sachen am Flohmarkt sehen, wir aber irgendwie denken, nee, das ist einfach zu teuer dafür, das, was es ist, dann kaufen wir das auch nicht. Handelt also es ihr muss auch? Halt. Wir haben uns das irgendwie schon so mit den Jahren so ein bisschen beigebracht, weil wir eher die Art Leute sind, die eigentlich nicht handeln. Ich auch nicht. Das fällt mir total schwer. Ja. Aber Katja ist da inzwischen ziemlich gut drin. Also wenn da irgendwie ein Opa, ich glaube, bei den beiden Sachen war das irgendwie so, da waren wir in Schöneberg. Und da hat der Opa dann gesagt, so ja, irgendwie 30 Euro irgendwie so für die zwei. Oh, genau. Und Katja meinte dann so,
nee, 15. Und er so, nee, zu viel. Und er dann so, okay, dann nicht. Und dann dreht sie sich um und er läuft dann hinterher. Ah, nee, 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 nimm das mit. Das also funktioniert. Katja, ja, das funktioniert, gut, ne? Ja. Katja ist da schon ziemlich gut drin. Ah, sehr gut. Ja. So, jetzt sind wir im Wohnzimmer. Was habt ihr hier von Ikea? Ja, tatsächlich der Klassiker, ne? Hat bei uns auch seinen Platz gefunden. Also ihr habt es gebraucht gekauft und dann habt ihr es angestrichen. Was gab es zuerst, die Farbe von den Regalen oder die Farbe der Wand? Wahrscheinlich die Farbe der Wand. Die Farbe der Wand. Tatsächlich. Also ja. Die standen hier in dem oh Gott, wie Zimmer. Schön. Wir gucken uns gleich noch an. Die standen da und wir haben das passend zu der Wand in unserem Office gestrichen. Ja. Und dann hat uns das einfach nicht mehr gefallen, dann haben wir das umgestellt. Und, ja. Aber passt wie ja auch vieles gut. Bei uns hier in der Wohnung entsteht durch Zufall, so war es auch Zufall, dass die Farbe von den Regalen, die schon fertig lackiert waren, zu der Wand, die auch schon fertig gestrichen war, gepasst haben. Ja. So. Aber streicht ihr oft? Als wir angefangen haben, die Wohnung zu renovieren, haben wir erstmal alles weiß gestrichen. War die sehr runtergekommen, als du hier eingegangen bist? Ja, es gab irgendwie gelbe Wände, es gab knallgrüne Wände. Also die Wohnung war in einem Zustand, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Balken waren schwarz. Die Balken haben wir abgeschliffen. Genau. Den Boden haben wir abgeschliffen. Ich glaube, wir müssen uns auch erstmal so vorstellen, wie wirkt diese Wohnung, wenn sie nicht grün und gelb ist. Genau, dann haben wir erstmal alles weiß gestrichen. Ich glaube, wir haben uns einfach mit der Zeit da so ein bisschen rangetastet und haben dann gesagt, eine schwarze Wand oder so eine dunkle Wand, das wäre eigentlich auch mal ganz schön. Und gerade weil wir die Wohnung für Fotoproduktion vermieten, ist es auch wichtig, ne, so diese Kontraste zu haben, so diese Tiefe zu haben, die Farben zu haben, damit es einfach so schön saftig und fotogen aussieht. Ne? Also wenn ihr eine Fotolocation braucht in Berlin, die so wunderschön ist wie diese, könnt ihr die gerne vermieten. Wie bucht man die am besten? Über eure Internetseite oder wie erreicht man euch am besten? Dann verlinke ich das nämlich auch. Am besten per Mail. Okay. Gut. Instagram. Instagram geht auch. Okay. Ja. Gut, dann findet ihr alle Infos nochmal unten in der Infobox. So, jetzt wollen wir aber weiter über Möbel sprechen, über eure Einrichtung sprechen. Was mir auch direkt aufgefallen ist, ist dieser Fake-Kamin. So ein Fake-Kamin kann ja wahnsinnig spießig sein und wahnsinnig cool. Ihr habt es natürlich wahnsinnig cool hingekriegt. Wie seid ihr da drauf gekommen? Wo kommt der her? Und was habt ihr noch damit gemacht? Wie war der? Wir hatten ganz viel auf Pinterest. Hatten wir ganz viele Bilder von Kaminen gehabt. Ich finde es total schön, ehrlich gesagt. Ja. Natürlich kann es was Spießiges haben, aber wenn man Nicht. Ja. Ne? Aber natürlich, wenn man keinen Kamin hat, dann hat man keinen. Ja. Und wir haben das einfach so ein bisschen zur Seite gestellt, die Idee. Und dann war ich in einem Laden und zufällig habe ich das gesehen, habe gefragt, wie teuer das ist. Und dann hat das gepasst und dann habe ich Katja schnell ein Bild geschickt. Sie hat gesagt, ja, und dann wurde es mitgenommen. Ja. Tatsächlich einfach nur Zufall. Ja. Es ist Zufall und einfach so irgendwie so ein Gefühl, was wir dann haben, das könnte doch passen. Also sehr intuitiv. Ja. Aber ich finde, ihr habt ein wahnsinnig gutes Gespür für sowas. Gerade diese Stilbrüche. Ich bin ja auch ein großer Fan von Stilbrüchen, weil wenn es dann zu boho-mäßig wird, dann wird es halt auch zu hippie-mäßig irgendwie. Ja, und das habt ihr perfekt, finde ich, geschafft, diese Balance, dass es halt nicht kippt in diese Hippie-Richtung. Das ist total schön. Auch ein wahnsinnig schönes Teil hier. Wo habt ihr das her? Vor allem, wer hat das hier hochgeschleppt? Also dazu muss man sagen, das ist das schwierigste Teil in dieser Wohnung. Ja. Da kommen wir später noch. Aber das hatten wir auch gebraucht, gekauft. Und ich wollte unbedingt, das war, glaube ich, eine der Sachen, die ich unbedingt haben wollte. Ich wollte unbedingt so einen Vitrinen, keine Ahnung, wie man das nennt, Schrank haben und in Farbe. Das ist aber ziemlich schwierig zu finden. Deswegen hatten wir das halt, wie gesagt, gebraucht gekauft und dann irgendwie nach einer Farbe gesucht. Und eigentlich sollte es zuerst blau werden. Wir hatten alle Bedenken. Wir haben gedacht, es wird niemals gut aussehen, dass man diese Türen so glatt lackiert, dass es gut aussieht. Und dass es so aussieht, als ob das gewollt ist. Ja. Und gekonnt. Ne? Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Und alle denken tatsächlich, also Leute, die hier reingehen, denken,
Wir haben das so gekauft. Ja, 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 weil ist es, ich weiß nicht, ist es vielleicht so 50er Jahre ja. Stil und es war vorher einfach braun wahrscheinlich. Oh. Genau, ja. 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 Ja, so braun glänzend ja. halt. Ja. Was ja auch so schön ist, was man ja auch irgendwie in den sozialen Medien so oft sieht, ist so ein Fensterbrett, wo man sich zum Lesen hinsetzen kann. Mhm. Das war einfach da? Oder? Also es ist ja einfach da. Voll geil. Ja. Und das habt ihr dann wahrscheinlich auch abgeschliffen? Das glaube ich noch nicht mal. Ja. Ach echt, das war so? Das war so, ja. Ach, das ist ja total schön. Ach, sitzt du da auch wirklich? Oder ist das Deko? Nee, ich sitze da, wenn ich alleine esse. Ach echt? Dann setze ich mich da irgendwie hin und schaue so ein bisschen aus dem Fenster. Siehst du die Straße von da oder ist es zu weit oben? Wenn ich ein bisschen mich rauslehne, dann schon, aber... Also starrst du einfach in die Ferne, ja, ganz romantisch. Himmel oder... Ja. Ihr habt auch den Heizkörper angestrichen, ne? Und euren Vermieter vorher gefragt. Da habe ich nämlich gesagt, das würde ich gar nicht machen, ich würde es einfach machen, wenn ich Lust darauf hätte. Und der hat dann gesagt, ja, kein Ding, nur wenn ihr auszieht, muss der wieder weiß sein oder wie? Ja, das war so ein Deal mit ihm. Wir stecken hier Arbeit rein, wir arbeiten die Wohnung auf und dafür können wir eben das machen, was wir wollen. Okay, Wände schwarz streichen und Heizkörper grau lackieren. In welchem Zimmer befinden wir uns hier? Was ist das für ein Zimmer? Das ist unser Arbeitszimmer. Ah, hier arbeitet ihr? Mhm. Und esst ihr hier auch? Es sieht auch so ein bisschen esszimmermäßig aus, oder? Das war der Plan quasi. Das ist, wird nicht umgesetzt oder was? Ja, hier zu essen, beziehungsweise unser Arbeitsbereich sollte gemütlich, einladend sein und man sollte sich hier gerne befinden. So, deshalb sieht es ein bisschen aus wie ein Esszimmer. Das habt ihr aber auf jeden Fall schon wieder geschafft. Was ich auch wahnsinnig schön finde, ist diese Offenheit, dass du halt hier so drin stehst und wirklich da bis zur Küche gucken kannst und hier ins Wohnzimmer, da in den Flur. Das ist wahnsinnig, es macht so ein richtig schönes, offenes Gefühl. Und ich finde auch, hier habt ihr auch wieder so relativ viel dunkel gestrichen. Mhm. Ja. Und die Leute haben ja immer Angst, dass wenn sie dunkle Wände haben, dass die Wände dann so auf sie zukommt oder das so bedrückend wirkt. Und das ist ja überhaupt gar nicht so, oder? Es ist halt schon viel, sehr viel Licht hier. Ja. Und es ist ja mit Weiß kombiniert. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie alles dunkel, sondern man hat halt diesen Kontrast. Ne? Man hat weiße Flächen, dunkle Flächen. Und dadurch ist es okay. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es so verschiedene Philosophien gibt, dass manche sagen, auf jeden Fall nur helle Räume, dunkel streichen. Und ich, also bei den Briten ist das, glaube ich, so egal, klein, dunkel, alles wird dunkel gestrichen mit Blümchen, Tapete und so. Ja. Und das ist so ein ganz anderer Stil dann und es funktioniert auch. Ja, total. Ne? Ja. Was ist die Geschichte dazu? Wir hatten sowas im Kopf gehabt, so einen Schrank, und das war aber super schwierig zu finden. Wir hatten überall online geschaut und auch auf vielen Flohmärkten, aber hatten das halt irgendwie nicht gefunden. Und irgendwann durch Zufall... Wir waren uns auch sicher, dass es irgendwie nicht nur so ein Budget ist. Ja, ja, genau. Aber dadurch, dass wir eben hier dieses Zimmer so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen rustikal, also mir fehlt jetzt so ein bisschen dieses Wort, um das irgendwie so diesen Stil zu beschreiben, aber es ist ja so ein bisschen irgendwie edel, so ein bisschen altbacken irgendwie. Jetzt, wo du es sagst? Ja, es ist schon so eine altbackene Note und wir wollten das aber halt unbedingt so haben. Das ist Absicht. Es ist mit Absicht, genau. Und wir wollten eben dann so diese, also so einen Wandschrank, so einen richtigen riesigen Wandschrank haben. Und durch Zufall waren wir dann auf einem Flohmarkt. Der hat irgendwie rumtelefoniert, hat uns den Preis gesagt. Und wir so, nehmen wir! Ja. Darf ich mal sagen, was der gekostet hat? 500. Oh, wow, ja. Wahnsinn. Ja, mit Lieferung. Genau, und das Ding mit der Lieferung war dann halt, sind zwei Teile. Wahnsinn. Beide super schwer, also es ist wirklich, man kann es kaum verschieben, so schwer ist das. Vier oder fünf Leute haben das hochgetragen und der Chef war dabei dieses Mal. Und als er reinkam, meinte der... Habt ihr das hier so abgestellt? Und die waren super fertig, die waren so sauer. Und der Chef hat dann uns angeguckt und meinte zu uns, ruf mich nie wieder an.
kombiniert ihr dieses altbackene Teil mit so was ganz Modernem in einer knalligen Farbe. Und es passt wieder wunderschön zusammen. Wir wollten unbedingt so eine Art Sideboard, ja, genau. Irgendwas haben. Und dann war unsere Idee, weil wir diese Idee mit den Spiegeln so geil fanden, wollten wir einen gebrauchten Schrank kaufen, Sideboard, und den dann mit Spiegeln bekleben. Ah, das hört sich natürlich super einfach an, aber man bedenkt natürlich nicht, dass man auch ein paar Teile ja auch zuschneiden muss, Spiegelteile zuschneiden muss. Und dann irgendwann dachte ich mir so, ist zu viel Arbeit und irgendwie, nee. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwo auf irgendeinem Pin irgendwas Rotes gesehen und dann ja so, es wäre mega cool, wenn irgendwie sowas Knalliges wäre. Ich glaube, wir hatten nie ein Problem damit, also wir mussten uns jetzt nicht extra trauen, sowas Rotes, weil Rot ist halt überall irgendwie hier in der Wohnung verteilt. Ja. Ne? Und deshalb fiel die Entscheidung dann gar nicht schwer und dann waren wir, das ist tatsächlich auch okay. Und dann waren wir da, haben diese Schenke gesehen und haben eigentlich sofort gedacht, ja okay, das ist das, lass uns das ausprobieren. Ja, sehr cool. So, jetzt sind wir im Schlafzimmer. Es ist ja so eine Art Galerie hier oben, ne? Nennt man das genau, nicht so? Genau, richtig. Nichts für Leute mit Höhenangst. Genau. Ich finde es ja wieder wahnsinnig schön, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, man diese tollen Ausblicke einfach nach überall hin hat, das ist wahnsinnig schön und ich bin mega der Fan von diesen Balken. Ja. Wie habt ihr so Einbauschränke drin? Waren die schon drin? Oder? Die waren drin. Echt? Das ist ja irgendwie ganz cool. Also das ist auch wieder sowas, wo man denken könnte, oh Gott, wie spießig, und dann habt ihr die wahrscheinlich lackiert und jetzt sehen die mega cool aus und voll gemütlich. Ja. So, das ist sehr geil. Unsere Mama hat das lackiert. Ich stehe in letzter Zeit auch voll auf so halbe Holzvertäfelung in genau so einer Farbe. Ich finde es irgendwie wahnsinnig schön und wahnsinnig gemütlich. Und das hat so, geht so in die Richtung. Ich finde es auch total schön. Ja, blau geht einfach immer. Geht immer, ne? Ja, wirklich. Ja. Aber auch wieder in der Kombination mit diesem Rostrot und diesem gelblichen. Das ist sehr, sehr schön. Mir auch jetzt gerade wieder auffällt, sind diese wunderschönen Teppiche. Wo kriegt man das? Sind die neu? Sind die gebraucht? Also da ist wieder dieser orientalische Einschlag. Ja. Viele sind tatsächlich Vintage, afghanische oder persische Teppiche. Wow. Ja. Und die kriegt ihr dann vom Händler oder von Privatpersonen? Auch auf dem Flohmarkt. Genau. Also wir haben alle Teppiche von dem Mann gekauft und die dann, was teuer halt ist, wenn man gebrauchte Teppiche kauft, dass man die halt einfach danach reinigen lassen muss. Mhm. Und das ist unglaublich teuer. Ja. Könnt ihr noch sagen, wie lange das gedauert hat, die Wohnung komplett herzurichten, also zu renovieren und einzurichten, bis die den Zustand hatte, den sie jetzt hat? 1,5 Jahre ungefähr. Wow. Ja. Also wir sind, glaube ich, im November sind wir fertig geworden. Ja. Also quasi. Es fehlen immer noch ein paar kleine Teile, aber wir sind jetzt so weit fertig, dass wir sagen, okay, wir müssen nichts mehr, bis auf ein paar Kleinigkeiten müssen wir nichts mehr machen. Ja, krass. Wow. Aber hat sich gelohnt, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir im Bad, das ist auch wieder wahnsinnig schön. Das war bestimmt alles so, diese Tür. Das ist ja einfach auch ein Glück, wenn man eine Wohnung hat, wo sowas schon drin ist. Ja. Aber wir waren davon überhaupt nicht begeistert. Echt nicht? Nee, wir haben alles Erdenkliche uns überlegt, wie wir das irgendwie wieder verkleiden können oder irgendwie streichen. Also wir fanden es nicht so cool. Schön. Aber jetzt muss ich sagen, passt das. Passt mega gut, Die Fliesen sind mir als erstes aufgefallen. Das sind diese Subway-Tiles, ne? Die waren und sind immer noch total angesagt. Habt ihr die selber dran gemacht oder waren die? Nee, das wurde gemacht. Ja. Aber habt ihr euch die ausgesucht? Genau. Ich durfte mir das aussuchen, als das Bad fertig war und der Hausmeister die Übergabe gemacht hat.
hat er erstmal jetzt reingegangen, hat den Blick, hat ins Bad geguckt und meinte dann so, ja, das muss man auch mögen. Witzig, das ist echt. Ja, aber so unterschiedlich sind halt die Geschmäcker. Ja, total. Ja. Also er fand auch zum Beispiel die schwarzen Balken total schön. Ne? Ja. Also, ja. Also das kann ich mir gar nicht. Warum streicht man denn Balken schwarz? Ja, das weiß ich nicht. Naja, gut. So, den kleinen, aber feinen Flur wollen wir jetzt auch nicht auslassen. Vor allem nicht, weil hier so wunderschöne Fliesen drin sind. Habt ihr euch die selber ausgesucht oder waren die drin? Tatsächlich ausgesucht, aha. Ja. Die sind auch jetzt nicht irgendwie super speziell oder irgendwie aus Italien eingeflogen. Aus dem Baumarkt. Sondern die sind auch vom Baumarkt. Und das Witzige daran ist, dass ich immer wieder, wenn ich so durch Neukölln laufe, sehe ich immer wieder in türkischen Cafés oder irgendwie Falafel-Läden, genau diese Fliesen. Aber wie witzig, wenn der Kontext unterschiedlich ist, wie anders es dann wirkt, ne? Das ist Wahnsinn. Ich finde es total schön. Auch der Flur ist irgendwie wieder so spannend, weil es nicht so ein Schlauch ist, sondern weil man hier wieder dieses in alle Räume, dieses Offene hat. Ja, irgendwie. Stimmt. Sehr schön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich finde eure Wohnung wahnsinnig inspirierend, wirklich. Ich habe mich so mega gefreut, als ihr mir geschrieben habt, dass ich kommen darf. Ich denke, euch geht's genauso. Möchtet ihr noch was sagen, außer... Nee, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Also, wir finden es auch super. Folgt den beiden auf jeden Fall auf Instagram. Es ist wirklich wahnsinnig schön. Ihr habt ja jetzt alles gesehen, da kommen immer neue Fotos, auch wenn ihr hier irgendwas verändert und so, ne? Genau. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich. Tschüss. Tschüss.